also mein Name ist Sabine Kepplinger, ich komme aus Salzburg in Österreich und durfte dieses wunderbare Seminar hier besuchen und möchte euch heute erzählen, wie es mir dabei ergangen ist und wie ich mich dadurch entwickelt habe. Und da es immer recht schwierig ist, dass wenn andere Personen sagen, da hast du dich verändert, da hast du dich verändert, wo ich sagen muss, okay, die sagen es vielleicht, weil sie mich mögen, habe ich mir meinen Spiegel ausgesucht, und zwar mein Pferd, den Rabauk. Der Rabauk ist mittlerweile 14 Jahre alt, ist ein österreichisches Warmblut, ist ein sehr schönes schwarzes Tier, und der zeigt mir ganz genau, wie ich mich verändert habe. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Aller Anfang war schwer. Wenn man hier genau hinschaut, ich war bucklig, krumm, klein und das Pferd eigentlich auch. Es war einer unserer ersten Turnierstarts und mit Rabauk war alles schwierig. Wir hatten keinen Spaß, einmal war ein Tag gut, einmal war ein Tag schlecht. Ich habe mich geärgert, habe mir gedacht, Mann, ich verkaufe dieses Pferd wieder. Irgendwie finden wir keinen richtigen Draht zueinander. Er war oft krank, wenn er krank war und dann wieder gesund wurde. Im Aufbautraining war er mir gegenüber aufmüpfig, dominant, hat mich des Öfteren abgeworfen. Ich hatte blaue Flecken. Also aller Anfang mit diesem Pferd war eigentlich schwer, aber mein Ego, muss ich fast sagen, hat gesagt, nein, ich mache damit weiter. Irgendwas ist mit diesem Pferd, wir haben eine besondere Verbindung. Ich habe dann einen Trainer kennengelernt aus Deutschland und das ist 2 Jahre später entstanden, dieses Bild. Also hier ist schon eine erkennbare Weiterentwicklung zu sehen. Das Pferd ist muskulös, er glänzt viel mehr als auf dem ersten Bild. Nur ich war irgendwie immer noch geduckt, ein bisschen gebückt. Es war immer noch nicht so, dass man sagt, das ist ein sehr harmonisches Bild. Auch hier war es immer noch schwierig. Die Phasen, wo es nicht so schön war, wurden zwar immer kürzer, aber es war immer noch nicht in Ordnung. So, dann geschah im letzten Jahr eine, sage ich mal, sehr schlimme Geschichte. Mein Pferd erkrankte, und zwar kurz danach, als ich die Lisa kennengelernt habe und bei ihr eine Aufrichtung erfahren durfte. Und ich wusste schon, der Bauch war immer schwierig, wenn er wieder am Gesundwerden war und er sich wieder bewegen durfte. Und hier ist es das Foto ein paar Tage nach seiner Erkrankung und man sieht hier schon ein bisschen, der Bauch hängt nach unten und die Muskulatur am Rücken baut ab, weil er hatte eine Stoffwechselerkrankung in der Muskulatur. Bei der zerfallen die Muskelzellen und diese Muskelzellen gehen über den Urin ab. Und diese Erkrankung ist auch lebensgefährlich, weil wenn die Nieren nicht schaffen, diese zerfallenen Muskelzellen abzubauen, dann stirbt das Pferd daran. Es ging dann so weit, er musste 4 Monate lang stehen, er durfte sich nur auf so einem kleinen Paddock bewegen und das war's. Ich hatte, wie gesagt, mittlerweile die Aufrichtung bei der Lisa erhalten und habe dann, bevor er wieder so weit war, dass ich trainieren durfte, mich hier für dieses ProLife-Seminar angemeldet und war schon mal ganz gespannt, was passiert, weil die Lisa ihn auch behandelt hat. Wir haben ihm Maximol und Design von Nubes gegeben und er wurde auch von Lisa aufgerichtet. Das war jetzt 4-5 Monate nach seiner Erkrankung, wo wir wieder angefangen haben, langsam aufzubauen. Es ist leider ein bisschen dunkles Bild. Er hat schon Winterfell. Man sieht aber ganz deutlich, die Bauchlinie hier, die hat sich wieder gehoben. Das heißt, er hat wieder Bauchmuskeln bekommen und hat die schon wieder benutzen können. Und interessant war im Aufbautraining, er machte keinen Blödsinn. Ich konnte mit ihm spazieren gehen, weil zu Beginn durfte ich ihn gar nicht reiten, weil wegen der Muskulatur. Und er war einfach nur brav. Ich dachte mir, irgendwas ist komisch. Ja, und hier, das Seminar lief weiter und ich dachte mir immer, bin gespannt, was sich noch alles verändern wird. Das war dann im Frühjahr, das heißt nochmal gute 5-6 Monate nach dem Bild zuvor, wo ich ihn schon wieder reiten durfte. Hier sieht man ganz deutlich, er hat extrem an Masse zugenommen. Und zwar ganz deutlich hier hinten an der Hinterhand, die ganze Oberlinie und der Hals sind von der Muskulatur her so stark wie noch nie. Es ist nur nicht so gut zu erkennen, da er hier noch im Winterfell ist. Wir werden das aber dann nachher noch einmal sehen. Und das Training machte einfach nur mehr Spaß. Es gab ganz selten Tage, wo ich mir dachte, das war heute nicht so gut. Also unsere Kommunikation wurde immer besser. Hier noch ein Bild von vorne, wo man sehr gut, also zumindest, ich möchte euch zeigen, hier ist er ganz schlank. Früher war das so, dass sein Bauch hier links und rechts noch so wie eine Tonne, wie so ein schwangeres Pferd hat er ausgeschaut, weil die Muskulatur einfach nicht so gut war. Und hier sieht man vom ganzen Zustand her, auch am Hals, auch am Hals, dieser schwarze Schatten hier ist Muskulatur, die ich vorher eigentlich gar nicht kannte.
Und ich habe dann 2 Monate nach diesem Bild, als er im Sommer-Fail schon wieder war, weil das Fell einfach schön ist, habe ich mir einen Fotografen geholt und habe mal gesagt, ich möchte Profifotos von meinem Pferd. Und man sieht ihn hier, ich glaube, sehr, sehr deutlich verändert. Voller Energie, voller Kraft, er ist so fit wie noch nie. Er war auch mit 6 Jahren, als ich ihn gekauft habe, noch nicht so fit wie jetzt mit 14. Er macht einfach nur Spaß, es gibt keinen Tag, wo er mal sagt, zu mir fehlt die Motivation. Es macht, wie gesagt, einfach nur Spaß und ist ein toller Ausgleich für mich. Volle Lebensfreude, einfach nur gut drauf, macht er aber nur, wenn ich nicht oben sitze, Gott sei Dank. Also er hat ein Benehmen jetzt, das er an den Tag legt, das ist unbeschreiblich, weil früher hat er das mit mir gemacht und ich bin im hohen Boden geflogen. Also noch ein Bild, einfach, wo man sieht, wie gut es ihm geht. Und was mir dann auch noch gezeigt hat, wie ich mich verändert habe, ist ein Bild, wie er unter dem Reiter ist. Also ich kann aufrecht sitzen, ich bin selbstbewusster, ich fühle mich einfach pudelwohl. Ich hätte mich früher auch nie hier vor euch hingestellt und euch so eine Geschichte erzählt. Also man sieht auch an meiner Haltung, dass sich bei mir was verändert hat. Und auch hier möchte ich nochmal zeigen, von der Muskulatur her, also so wie dieses Pferd im Moment aussieht, würde man ihn von der Muskulatur als vollkommen bezeichnen. Auch meine Tierärztin sagt, so etwas hat sie noch nie erlebt, dass sich ein Pferd nach so einer Erkrankung so erholt und es ihm besser geht als vorher. Und nochmal zum Vergleich, das war ja zu Beginn unserer Reitkarriere, aller Anfang war schwer. Das ist er heute. Und um euch das auch nochmal nebeneinander zu zeigen, ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Und er ist also mein Spiegel, wo ich sage, okay, ich muss mich eigentlich auch verändert haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und darum sage ich, danke Lisa, danke ProLife und auch danke euch allen, weil auch eure Energie da viel mitspielt. Und es war einfach eine wundervolle Zeit. Sabine, bitte sag nochmal die Situation, wo er bauchkrank war, wo man nicht herausgefunden hat, was da war. Ja, es ist sehr interessant für Pferdeleute. Also diese Erkrankung nennt sich beim Pferd Kreuzverschlag. Das passiert dann, wenn das Insulin nicht mehr anständig verstoffwechselt werden kann und die Muskulatur verkrampft. Das heißt, das Pferd kann sich nicht mehr bewegen. Und wir waren alle ganz perplex, dass das passiert ist, weil normalerweise passiert so etwas, wenn man eine Futterumstellung beim Pferd macht und zu viel Eiweiß füttert. Oder er zu viel Gras bekommt, weil das Gras gerade im Frühjahr, wo das ja auch passiert ist, sehr viel Fructane, also Zuckerstoffe enthält. Und da passiert es gerne, dass die Pferde so etwas bekommen, wenn sie nicht im Training stehen. Das heißt, sie haben einen Tag Pause, dann belastet man die Muskulatur und dadurch kann es passieren, dass sich eben diese Verstoffwechselung von den Zuckerstoffen wie beim PC aufhängt, nicht mehr funktioniert. Und dann kann diese Erkrankung entstehen. Und mein Tierarzt haben getüftelt, woher hat dieses Pferd diese Erkrankung, weil der stand voll im Training, wir haben kein Futter geändert und er bekam immer nur stundenweise am Tag Gras, weil wir es wussten. Und ich habe dann der Lisa ein Bild geschickt und die Lisa kam mit einer Auswertung zu mir, wo ich mir dachte, was willst du denn jetzt mit dem Zeug? Lisa testete auf Würmer, auf eine bestimmte Wurmart, auf, was war noch dabei, Schimmel. Eine gewisse Schimmelart. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt recherchiere ich mal im Internet, wo kommen die Würmer her, was machen die und wo kommt der Schimmel her und was macht der. Und bei den Würmern war es so, diese Wurmlarven sitzen in der Muskulatur, zerfressen die Muskulatur. Der Wurm selbst ist im Darm und mit einer normalen Wurmkur kann man diesen Wurm aus dem Körper entfernen, aber nicht aus der Muskulatur die Larve. Das war also Punkt 1. Er hatte eine Muskulatur, die angeschlagen war und durch das Training vielleicht einmal eine kleine Spur zu viel, kann man nicht genau sagen, haben diese Würmer einfach die Muskulatur zerstört und aufgrund dessen diese Verstoffwechselung vom Insulin in der Muskulatur hat nicht mehr funktioniert. Und das zweite war der Schimmel, der entsteht durch Mäusekot und wir haben irrsinnig viele Mäuse im Heu. Und das hat er jeden Tag gefressen. Und dieser Schimmel kann auch Auslöser sein, diesen Stoffwechselvorgang einfach einzuschränken. Und dadurch hat er die Erkrankung bekommen. Das konnte mir kein Tierarzt sagen, sondern nur die Lisa.
Ich möchte dazu sagen, dass ich mit dem Ergebnis selber auch nichts anfangen konnte. Ich wusste nicht, was diese Parasiten und die Belastung mit seiner Erkrankung zu tun hat. Und bat dann Sabine, es der Tierärztin zu zeigen, ob sie das damit anfangen kann. Sabine hat aber selber recherchiert. Und ihr habt ja dann auch das gesamte Heu im Stall komplett ausgetauscht. Ausgetauscht. Und ab diesem Zeitpunkt waren auch andere Pferde wieder gesund. Wir hatten viele Pferde, die auch Husten hatten, aufgrund dieser Schimmelsporen. Und das war dann weg. Also die Pferde waren alle wieder viel mehr gesund als vorher. Also durch das Ergebnis haben wir nicht nur Rabauk geholfen, sondern auch den anderen Pferden. Ja? Und deshalb ist es manchmal wichtig, wenn man ein Ergebnis hat, mit dem man im Moment nichts anfangen kann, wirklich zu recherchieren, weil es hat irgendeinen Grund. Ja. Ja, das ist schon gesund. Ja. Was bitte, weil das auch für Pferdefreunde wichtig ist, welche Medikamente kannst du sagen, wie ist die Tierärztin vorgegangen? Also normalerweise, viele Tierärzte machen es heute leider, sage ich nicht mehr. Meine Tierärztin Gott sei Dank schon. Sie hat ihm ca. 2 Liter Blut abgelassen für die Reinigung, also einen Aderlass gemacht, das viele Tierärzte einfach nicht mehr machen, die trauen sich da nicht drüber. Er hat Infusionen bekommen, er hat entzündungshemmende Mittel bekommen, er hat stoffwechselfördernde Mittel bekommen. Es wurden ja, ca. alle 2 Wochen Blutwerte genommen. Wo liegt der Muskelwert, wo liegt der Zuckerwert in der Muskulatur? Und wir durften eben 4 Monate lang gar nichts machen. Und erst als die Werte wieder okay waren, habe ich mit ihm begonnen, spazieren zu gehen, 5 Minuten am Tag. Und davor hat mir gegraut und es war völlig unkompliziert. Was hat die Tierärztin gegen die Wurmlarven getan in der Muskulatur? Also hast du das noch? Also die Wurmkur hat nicht funktioniert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die sind mit den entzündungshemmenden Mitteln abgebaut worden. Und ich glaube, durch den Aderlass hat sich da extrem viel getan, durch die Erneuerung der vom Blut. Mhm. Aber genau können wir es eigentlich nicht feststellen. Er ist gesund, das ist wichtig. Mhm. Gut, vielen Dank.